Das ist Stefanie. Neben der täglichen Tages- und Nachtcreme verwendet sie jeden Tag eine Feuchtigkeitsampulle. Zweimal in der Woche ein Peeling und eine Maske. Doch reicht das? Gibt es nicht noch etwas, das von innen heraus jünger und frischer macht? Bei Instagram stößt sie auf Bloom Beauty Essence, Schönheit von innen. Dem will sie auf den Grund gehen und trifft zwei Frauen, die das Produkt schon längere Zeit ausprobieren. Anne freut sich sehr darüber. Dieses Produkt zu nehmen, ist für mich auch ein ganz starkes Gefühl. Also dieses, ich nenne es ein bisschen dieses Strahlen von innen. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue und ich sehe nicht so unglaublich müde aus. Und das finde ich schon toll. Also das macht mich dann auch, das stimmt mich sehr froh morgens schon und finde ich klasse. Und Verena hatte sehr viel abgenommen. Mein Bauch ist nicht mehr so schlaff wie davor. Der ist viel straffer geworden. Das war echt super und seitdem habe ich es auch weitergenommen, weil der Effekt am Bauch mir einfach am besten gefallen hat. Die Haut ist unser größtes Organ und unser Schutzschild nach außen. Verliert sie jedoch an Feuchtigkeit, entstehen Falten und unsichtbare kleine Risse. Ist die Haut erst brüchig, kann sie ihrer Schutzfunktion nicht mehr nachgehen. Cremes wirken dann nur kurzfristig an der Oberfläche. Ausreichend Wasser, Vitamine und Mineralstoffe sind die Lösung, damit sich unsere Haut von innen schützen und regenerieren kann. Das Nahrungsergänzungsmittel Bloom Beauty Essence mit den hochwirksamen Pflanzenextrakten wird in Elatissen hergestellt. Dr. Holger Weyers ist Vice President Production der Airfarm Germany und empfängt Stefanie herzlich. Hier in dem Gebäude hat alles angefangen. Das ist das alte Produktionsgebäude. Und wie gesagt, seit diesem Zeitraum, seit 150 Jahren, produzieren wir Medizin jeglicher Art in bester Qualität für den weltweiten Markt. Vor 150 Jahren hat alles mit der Hilfe der Bienen begonnen, die verschiedene Stoffe für unterschiedlichste Medikamente lieferten. Doch das ist längst Geschichte. Jetzt leben noch 12 Bienenvölker frei auf dem Gelände mit vielen Obstbäumen. Heute ist der Schlüssel zum Erfolg das Team. Wir beschäftigen eine ganze Reihe hochqualifizierte Mitarbeiter, Apotheker, Ingenieure, Verfahrenstechniker, aber auch Galeniker. Was sind denn Galeniker? Ja, Galeniker sind die Kolleginnen und Kollegen, die sich darum kümmern, dass der Wirkstoff, den wir verarbeiten, die bestmögliche Wirkung im Körper entfaltet und mit einem Vehikel versehen, sodass der Wirkstoff dort hingelangt im Körper, wo er auch wirklich gebraucht wird. Erst kürzlich war bei uns die US-amerikanische Gesundheitsbehörde, FDA, und hat uns ein super gutes Zeugnis ausgestellt. Zudem setzt das Unternehmen schon seit vielen Jahren auf Nachhaltigkeit. Strom erzeugen sie zum Beispiel mit dem eigenen Wasserkraftwerk oder der Solaranlage auf dem Dach. Ich habe gestern auf Instagram das erste Mal Blumen in meinem Channel entdeckt. Haben Sie das entwickelt? Nein, ich war das nicht. Das war eine Apothekerin aus unserem Hause. Die lernen Sie gleich kennen. Ach, prima. Annette Steiner-Kienzler ist Apothekerin und beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Haut. Sie weiß, dass viele Umstände schädliche freie Radikale in unserem Körper bilden. Wie zum Beispiel Stress, ungesunde Ernährung, Medikamente, Zigarettenrauch, Smog und Hautpflegeprodukte aus synthetischen Rohstoffen. Ich symbolisiere das immer am liebsten mit einem Bankkonto, was gut gefüllt ist. Die Haut ist voll mit Antioxidantien, ein natürliches System, was wir im Körper haben. Und über die Umwelteinflüsse, das ist das Gläschen Rotwein, das ist der mangelnde Schlaf, das ist das fehlende Trinken und natürlich eigentlich am schlimmsten die mangelnde gute Ernährung mit Vitaminen und Mineralstoffen, gibt es ein Ungleichgewicht und es fehlen uns Antioxidantien. All das bildet aggressive Sauerstoffradikale, die zu oxidativem Stress führen. Denn jedes freie Radikal versucht einem gesunden Molekül ein Elektron zu entreißen, womit das Molekül selbst zum freien Radikal wird. Eine Kettenreaktion, die uns altern und erkranken lässt. Oxidativer Stress genannt. Deshalb brauchen wir täglich viele freie Radikalfänger, also Antioxidantien. Am Tag, wenn die Sonne scheint, UV-Strahlung ist der Grund für Hauthalterung Nummer 1, brauchen wir Schutzmechanismen. Jahrelang war Annette selbst auf der Suche nach einem guten Nahrungsergänzungsmittel. Doch meist sind die Vitamine in den Produkten synthetisch, also chemisch hergestellt. Deshalb beschloss sie 2017, ein eigenes Produkt zu entwickeln.
für das sie rein natürliche Vitamine und Mineralstoffe so kombiniert und aufbereitet, dass diese sich gegenseitig positiv beeinflussen. Hier haben wir einen wunderbaren Inhaltsstoff in der Guava. Du darfst auch gerne mal dran riechen, eine tolle Frucht. Reich an Lycopin, einem sehr starken Antioxidans. Und ergänzt wird die Guava durch die Rotalge, die das Astaxanthin enthält. Das ist das stärkste Antioxidans, was wir kennen. 20 Mal stärker als Vitamin E, sagt man. Antioxidantien können freie Radikale stabilisieren, indem sie den freien Radikalen das fehlende Elektron zur Verfügung stellen, ohne selbst instabil zu werden. Die freien Radikale werden dadurch neutralisiert und greifen andere Körperzellen nicht mehr an. Das Astaxanthin aus der Guave kann sogar freie Radikale sowohl in Wasser als auch in fettlöslichen Bereichen neutralisieren, was sehr selten ist. Ergänzend haben wir die Amla-Frucht hinzugetan, weil es einfach so, die Haut besteht großteils aus Wasser, das durch das Kollagen gebunden ist. Und die Kollagenfasern bauen sich leider auch mit dem Alter zunehmend ab. Wir brauchen also das Vitamin C, was die Regeneration der Kollagen fördert und damit die Möglichkeit gibt, dass die Haut wieder prall und feucht und gesund aussieht. Das Wasser auch zu trinken, nimmt uns aber keiner ab. Damit Wasser überhaupt in den neuen Kollagenen gespeichert werden kann, müssen wir es dem Körper auch zuführen. Die Wissenschaft ist sich einig, mindestens 1,5 Liter am Tag sollten es schon sein. Ich kenne das Prinzip von Tag und Nacht eher aus dem Pflegebereich und eher weniger aus dem Nahrungsergänzungsbereich. In der Nacht ist die Haut am Reparieren, am Regenerieren, ganz andere Bedürfnisse als am Tag. Ich habe mich entschieden, den Granatapfel zu verwenden. Natürlich ist auch dieser reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Doch was Annette am meisten fasziniert, sind hier die sekundären Pflanzenstoffe. Der Fachmann spricht von Flavonoiden, von Punikinsäure. Das Zweite, was wir in dem Produkt verarbeitet haben, ist der Weizen. Wir verwenden beim Weizen die Weizenceramide. Ceramide sind Lipide, die auch ganz natürlich in der Haut vorkommen, in allen Hautschichten und die Funktion haben, die Hautzellen zusammenzuhalten. Man spricht auch zusammenkitteln. Ab unserem 25. Lebensjahr fangen wir an zu altern. Die Ceramidkonzentration, also der Mörtel der Zellen, nimmt ab und es entstehen unsichtbare Risse in der Haut, die Feuchtigkeit entweichen lassen. Nehmen wir Ceramide mit der Nahrung auf, gelangen diese durch das Blut an die richtigen Stellen in allen Hautschichten und nicht nur an die Oberfläche. Und woher weißt du jetzt ganz genau, dass die Inhaltsstoffe an die richtige Stelle in der Haut kommen? Ein kleines Geheimnis ist es natürlich schon. Okay. Und könntet ihr mir dann zeigen, wie all die Vitamine und Inhaltsstoffe in das Produkt hineinkommen? Ich nehme dich am besten mit in die Produktion. Da kann ich dir zeigen, wie wir das Produkt verpacken. Nachdem Schmuck und Handys verstaut sind, wird Stefanie mit Kopfbedeckung, Kittel und Füßlingen ausgestattet. Und los geht's! Das Unternehmen arbeitet mit neuesten Technologien. Auf höchstem Qualitätsniveau und immer nach Pharmaziestandards. Diese übersteigen weit die Anforderungen der Lebensmittelindustrie, wonach die meisten Nahrungsergänzungsmittel hergestellt werden. Unter strengster Bewachung wird das sensible Bloom Day Spa und Bloom Night Spa verpackt. Von außen wie innen ein Genuss. Die Eingebung für das Produkt hatte Annette in ihrer Lieblingsgärtnerei, in die sie Stefanie jetzt noch entführt. Die zwei Frauen blühen richtig auf zwischen frischen Blumen und Kräutern. Und am Ende bekommt Stefanie auch noch ein kleines Geschenk. Vielen herzlichen Dank.